Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Skyblock. So, ihr hattet mir ja vorgeschlagen, aufgrund der Tatsache, dass ich da hinten gestorben bin und unseren einzigen Eimer verloren habe und wir auch keine Möglichkeit haben, an einen Eimer ranzukommen, außer durch Zombies, die aber sehr widerwillig sind, Eisentruppen zu wollen. Also ihr habt ja vorgeschlagen, ich könnte ja cheaten. Ja, klar, kann ich. Könnte ich. Ich will euch das nur ganz kurz erklären. Diese Adventure-Maps, die man sich hier so runterladen kann, die sind in der Regel so eingestellt, dass man eben nicht cheaten kann. Zumindest nicht in Minecraft. Also die Cheats sind hier aus und ich kann mir hier sonst was tippen. Das klappt so einfach nicht. So, dann könnte ich natürlich modden. Also ich könnte mir eine Modifikation besorgen, dass wir uns hier einen Eimer einfach holen können. Ja, möchte ich aber nicht, weil am Anfang von Skyblock habt ihr ja gesehen, dann kamen keine Monster, ich hatte das irgendwie tot gemoddet oder ich weiß es nicht, das hat mir irgendwie so ein bisschen das Spiel, Alter, das Spiel zerschossen, von daher möchte ich nicht modden. Ich habe aber versucht, mich schlau zu machen, ob man diese Minecraft-Cheats nicht im Nachhinein, ob man da noch irgendwie rankommt, dass man das ändern kann, dass die Cheats an sind. Und ich habe tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, von der ich bis dato nichts wusste. Und ich wäre also gewillt, tatsächlich mir einen Eimer dann zu besorgen. Das könnte insofern vielleicht auch für diejenigen von euch interessant sein, wie das funktioniert, die auch mal gerne Maps spielen und die sich dann auch was cheaten wollen und es geht halt irgendwie nicht so richtig. Hier ist doch irgendwo noch Holz drin, oder? Naja, auf jeden Fall wäre ich also gewillt, das jetzt mit euch zu machen. Und dann besorgen wir uns halt einen Eimer nach. Und ja, ich denke, ich finde es zwar eigentlich blöd, ich würde mir lieber das Eisen tatsächlich von den Monstern besorgen, aber das könnte unter Umständen ewig dauern. Und wir wollen ja schon noch ein bisschen vorankommen hier. Ist natürlich schon doof. Also ich finde es ganz ehrlich doof, weil ich es schöner fände, wenn man die Map so macht, ja, wenn man halt ohne Cheaten und Modden spielt. Das ist ja der Sinn von so einer Map. Aber nun sind wir im Let's Play und ihr wollt ja auch vielleicht noch ein bisschen mehr sehen, als wie ich dauernd da drüben doof mit dem Monsterturm nur rummache. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen das jetzt. Also für alle, die es wissen wollen, hier ein kleines Tutorial, wie man nachträglich hier die Cheats einkriegt. Also ich habe es nachgelesen. Wir werden das jetzt Testo-Testo machen. Man geht hier erstmal mit Escape ins Spielmenü und dann muss man diese Map im LAN öffnen, was auch immer das bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Und ihr seht jetzt hier schon, Cheats erlauben ist aus. Haha, und da können wir das aber einfach anstellen. Ha. So, und dann muss man die Welt im LAN starten. Machen wir das jetzt mal. So, ich bin jetzt unter irgendeinem Port erreichbar. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Und da kommt ein Setzling runter. Wunderbar. So, und jetzt müsste das gelten. Jetzt könnte ich rein theoretisch. Also lasst mich mal gucken, wie geht denn das hier? T, genau. Slash Game Mode, keine Ahnung, 0 oder 1. Ich kann es mir mal nicht merken. Ich nehme mal die 1. Ah, Spielmodus wurde geändert. Nee, das wollte ich nicht. Ja, seht ihr? Und schon sind wir im Creative Mode. Und werden uns jetzt mal, Moment, kacke frech. Ein Eimer. Ich brauche mal Platz. So, du kommst mal da rein. Dann möchte ich gern das. Und dann holen wir uns jetzt hier unseren Eimer zurück. Ja, so ist es. Ne? Aber, ja. Und ich könnte wetten, jetzt, wo wir den Eimer haben, ihr Lieben, da werden die Zombies da hinten wahrscheinlich Eisenbahnen droppen noch und nöcher. Und dann breche ich einfach nur ins Essen. So, wir werden jetzt das alles wieder zurückstellen. Game Mode 0. Ja, so ist wieder, wie es war. Und wenn ich aber jetzt das Spiel beende und dann wieder neu starte, dann ist das mit diesem LAN-Modus weg. Aber den Eimer sollten wir aber doch hoffentlich behalten. Nehme ich mal an. Wäre auf jeden Fall schön. So, das kommt jetzt raus. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ein Apfelsetzlinge. Okay, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen sondieren. Jetzt gehen wir nämlich darüber und versuchen, dieses Ding da endlich mal irgendwie weiterzukriegen. Denk. Was brauche ich denn da drüben? Ich brauche die Schilder.
Ich nehme auf jeden Fall noch die 6 Leitern mit für den Notfall. Ein bisschen mehr Steine hätte ich ganz gerne. Brauche ich die Axt? Ich weiß es nicht. Das Holz kommt erstmal weg gerade. Nein, das Holz kommt nicht weg. Wir brauchen noch mehr Schilder. Wir brauchen jetzt richtig viele Schilder. So, machen wir das mal. So, dann haben wir hier noch Holz. Die Stöcker werden... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die reichen. Wir werden mal gucken. Halt so nicht. So hätte ich das gerne. Wartet mal, jede Bahn ist da hinten 8 Blöcke. 2 Seiten. Das sind dann 16. Was ist denn 16 mal 4? Oh mein Gott. 32? Ja, 64. 64. Wie viele Schilder kriege ich denn bei einem? 3. Okay. Ja, okay. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, brauchen wir 64 Schilder. So ungefähr. Wie viel haben wir denn jetzt? 31. Das reicht noch nicht. Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Holz. So. So. Und dann kommst du mal, geh mal da ganz rein, bitte. So, und davon die Hälfte und davon irgendwie die Hälfte und das da hoch und das, dahin und das dahin. Was haben wir jetzt? Ich kann das nicht rechnen. Wieso steckt der denn immer nur 16? Das reicht aber nicht, ne? Hirch, das reicht immer noch nicht. So, dann machen wir das so. Ach komm schon, ich brauche nochmal 16. Ja. Machst du aber hier echt spannend, weißt du? So, haben wir es jetzt? So, 16, 32, 64 könnte hinkommen. Eieiei. So, das kommt zurück. Das kommt wieder da rein, das kommt wieder da rein. Wir haben eine Hacke, wir haben was zur Verteidigung. Steine, den Eimer. Oh Gott, ey, ich will mir nicht noch einen cheaten müssen. Die Sonne haut auch schon wieder ab. Uncool. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann müssen wir dann eben nochmal hin und her laufen. Kann ich jetzt nicht ändern. So, jetzt will ich erstmal was essen. Oh ne, jetzt geht echt die Sonne unter. Nö, ich will das nicht. Ich habe keine Fackeln mitgenommen. Ich habe keine Fackeln mitgenommen. Das war natürlich jetzt sehr geschickt. Aber hey, so. Gehen wir da hoch. Mal ein bisschen horchen, ob ich irgendwas... Gefährliches hier höre? Nein. Oh, eine armselige Fackel. Mann, ey. Auch. Blöd. So. Aber wenn ich Glück habe, spawnt jetzt hier nichts, weil ich ja hier bin. So, dann werden wir jetzt hier die Schilder dran packen. Diese Schilder habe ich mir sagen... Scheiße. Die Schilder habe ich mir sagen lassen, sind dafür gedacht... Die Monster erkennen die als Blöcke. Also die Monster sind wohl so schlau, wenn die sehen, dass da ein Abgrund ist, dann gehen die da angeblich nicht weiter. Also jedenfalls nicht zwangsläufig. Ne? So, also ganz so doof sind die nicht. Wenn man da aber ein Schild hinbaut, dann sind die Monster der Meinung, das wäre ein Block. Jetzt habe ich hier... Moment. Das kommt mal weg. Dann sind die Monster der Meinung halt, das wäre ein Block. Und dann latschen die da drauf und dann macht's plopp und dann fallen die runter. So, ihr kommt mal hier weg. Hier möchte ich gerne einen Übergang haben. Und dann geht's hier weiter. Ja, und dann ploppen die nämlich da runter und sollen dann hier in die Rinne fallen, wo dann endlich, hoffe ich, Wasser ist. Vielleicht hätte ich den Eimer jetzt doch noch nicht mitnehmen sollen. Ich habe ein bisschen Angst hier. So. Sobald das erste Monster kommt, bin ich hier weg. Ich schwör. Werde ich laufen, was das Zeug hält. Boah, ich höre schon alles was. Ist das ein Enderman, den ich da höre? Ach ja, so. Ah. So, okay. Jetzt möchte ich das hier mal wegholen. Meine ganzen Ws, die ich da dran getackert habe. Da ist auch noch ein W. So, kommt's weg. Und dann will ich darüber. 1, 2, los. Ha! Sprungbäm! So, hier dran. Oh Gott, und ich hoffe, die eine Fackel reicht, ey. Das bisschen Licht, das ich jetzt habe hier. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt hier bin, sollte jetzt eigentlich kein anderer hier auftauchen. Aber
Weiß nicht, inwieweit man sich da drauf verlassen kann. Bäh. Wenn ich da in der Mitte runterfalle, dann bin ich diejenige, die an dem Kaktus hängt. Dann habe ich es auch hinter mir. So, da noch rüber. Und springen! Jawohl. So. Haben wir hier. Und da. So, haben wir gleich fertig. Haben wir gleich fertig. Und dann werden wir auch irgendwann endlich das scheiß Dach hier drauf bauen. So, kommst dahin. Und ich glaube, ihr Lieben, es ist unfassbar. Ich habe mich mal nicht verrechnet. Hey, hey, hey. Supi, das haben wir jetzt. Alles klar. Ich möchte. Oh, ich traue mich immer nicht zu springen, ey. Ich weiß gar nicht warum. Der kommt erstmal wieder weg. Dann müssen wir jetzt irgendwie erstmal wieder hier rauf. Und dann werden wir hier jetzt erstmal uns den Wasserbrunnen hinmachen, damit wir nicht dauernd runter müssen, ne? Vier, jawohl. So. Und abwärts. Abwärts. Abwärts, bitte. Der war doch unendlich hier, ne? Ja, oh gut. Wieder hoch. So, dann einmal bitte hier hin. Und nochmal. Runter, runter. Mein Gott, so dick bist du doch nun auch nicht. Und hoch. So, oh, ein Glück. Alter, wir haben endlich Wasser hier oben. Ole, ole. Cool. Dann kann es losgehen jetzt hier. Mann, 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 Mann. So, da. Fließt das jetzt? Ja, das fließt wunderbar. Da kommt eins hin. Und da kommt eins hin. Der Stein muss natürlich jetzt erstmal wieder weg. So, okay. Ja, wie komme ich jetzt darüber? naja, also hier auf jeden Fall erstmal hin. In die Mitte setzen wir eins. Und da. So, dann haben wir doch schon mal zwei Wasserläufe. Ich habe voll Schiss, ich komme da nicht rüber, ne? Mache ich denn das jetzt mal? Ich könnte mir mal hier, wartet mal, machen wir uns hier mal einen Übergang. Wasser. Und dann geht es hier drüben weiter. Müssen wir halt jetzt ein bisschen laufen, aber egal. Oh, Hauptsache, ich kriege dieses Ding hier endlich fertig. So wie es geplant war. Mann, 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 das, was für eine Affenaktion. Ich überlege aber immer noch, ob ich das hier nur zwei hoch mache oder ob wir es drei hoch machen. Ich habe noch mal geguckt in den Aufgaben, die wir hier bewältigen müssen. Wir müssen auf jeden Fall auch Enderperlen sammeln, habe ich gesehen. Wir haben ja schon zwei oder drei, aber ich glaube, wir brauchen 20 Stück. Die Endermen sterben im Wasser. Ich bin mir da noch unschlüssig. Bin mir unschlüssig, was ich mit den Endermen mache. Ob ich die hier spawnen lasse oder eben nicht. So, das haben wir auch. Du noch. Kommst da in die Ecke. So, oh mein Gott, ey. Ist das jetzt alles hier richtig? Jawohl, fließt jeweils bis zum Rand. Ah. Gut, da hängt ja noch eine Fackel. Komme ich da dran? Nee, natürlich nicht. Die müssen wir dann mal wegholen. Habe ich jetzt hier drin alles fertig? Dann muss nur noch das Dach irgendwann drauf, ne? Okay. Also ich glaube, ich hoffe, das war's. Dass wir echt nur noch hier den Deckel draufsetzen müssen und dann haben wir fertig. Okay, dann machen wir jetzt hier zu. Das kommt weg. Ja, und das wird wunderbar hier nach unten gespült. Wunderbar, supi. Wo wollte ich das haben? Und dann werden wir uns hier verpissen. Ja, den Stein da drüben, den hole ich jetzt nicht mehr. So, das muss noch weg. Okay. Sieht gut aus, ne? Also so. Rein theoretisch sieht es schon mal gut aus.
So, dann kommen wir hier raus. Raus. Und nein. Ah, ich wollte da noch... Mann, ach Mädchen, echt, weißt du, du machst es mir aber auch wirklich nicht einfach. Ich komme da nicht hoch. Ist so. Ich wollte da noch den Stein wieder setzen. Okay. Ha. Ich mache 3 Kreuze. Habe ich noch... Ja, Leitern, genau. Habe ich doch dabei. Wunderbar. Dann machen wir den Dreck hier mal weg. So, dann... nein. Die Leitern dahin. Das sieht gut aus. Ich glaube, das werde ich sogar lassen hier. Unsere Zuleitung hier in die Falle rein. Und ich muss da jetzt mal rein, ne? Weil ich die Fackel ja noch wegholen will. So, du kommst mal gerade weg. Ich habe nämlich keine Lust, mich jetzt hier an dir zu pieken. So. Da ist die Leiter weg. Geh raus. Geh einfach raus. Dann kommt L-Dings kommt wieder dahin, die Kaktusse. Muss ich jetzt noch irgendwas ausbessern hier drin? Na, ich glaube nicht. Ne? Die Ecken brauchten wir hier frei für den Kaktus. Der wächst sonst nicht. Ist ganz schön hell hier drin. Ne? Ist das das Licht von außen? Ja, ehrlich. So. Ich erst mal gerade gucken, wie haben wir das hier drüben gehabt? Ja, da haben wir es auch so. Okay. Ja, dann können die Monster eigentlich kommen, ne? Möchte ich noch irgendwas hier lassen? Ich überlege gerade, nee. Ja, das Schwert, das bla. Wir können mal hier die Hälfte Steine wieder reinmachen für den Notfall. Und hier die Steinspitzhacke packen wir auch hier rein. Alles klar, dann haben wir das soweit. Hurra, die Waldgams. Ich könnte hier nochmal, ne, Fackel. So, ihr Monster. Jetzt kommt auch, ne? Habe ich euch denn jetzt eigentlich... Ja, einfaches an. Ja, die kommen nicht, weil ich da bin. Die haben Schiss vor mir. Ich verstehe es ja. Oh. Gut, gehen wir erstmal zurück. Ich hoffe, ihr habt heute hier auch irgendwas gelernt bei mir. Zumindest schon mal, wie man cheatet, ihr Lieben. Ja, und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin, wie immer, eure Trin.